Hallo ihr Lieben und willkommen zurück hier auf meinem Kanal von Lila Konfetti. Herzlich willkommen zu meinem ersten Spielevideo. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freue mich sehr auf diese Runde Sparspiele spielen. Wir starten mit meinem ersten Binder, den ich bespare mit den Kategorien Sonstiges. Jetzt muss ich überlegen, was ist noch drin? Bücher und Shopping. Und ich würde sagen, wir starten gleich einfach direkt mal rein. Nein, kurz vorweg, ich habe geplant, ich habe ja 4 Spielebinder. Wer mein erstes Video gesehen hat, der weiß, was sich hier in den Schätzen so verbirgt. Genau, und weiß, dass es genau 4 Stück sind. Und deswegen habe ich geplant, 4 Videos die Woche hochzuladen, indem wir immer einen Binder bespielen. Und genau, ich denke, so haben die Videos auch eine passende Länge. Also, ja, ich schätze so 20 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange wir so brauchen. Mal gucken. Das finde ich eigentlich ganz gut und so habt ihr einfach regelmäßig etwas. Und genau, wenn ich dann nochmal ein zusätzliches Video hochlade, dann werdet ihr das sehen. Und die Videos kommen immer freitags, samstags, montags und mittwochs. Und genau, heute ist Samstag und wir starten mit dem ersten Binder. Genau. Ich habe immer hier vorne Geld drin. Das hole ich jetzt mal eben raus. Das ist jetzt aber gerade gar nicht aussagekräftig, wie viel das ist, weil ich, weil heute ist Dienstag, genau, wenn ich das Video drehe und ich bekomme erst am Donnerstag Geld. Das ist nur aus meinem Back-to-Bank-Umschlag, aber deswegen, ich habe im Monat immer ungefähr 1000 Euro zur Verfügung, um das hier alles zu bespielen. Genau, ich wollte jetzt aber einfach schon mal starten, genau, damit ihr einfach die Videos bekommt, weil ich mich so sehr darauf freue, endlich wieder hier zu starten. So, wir starten mit der Kategorie Sonstiges. Da habe ich als erstes diese Hexenjahres-Challenge von der Steffi von Sally and Tommy. Hier würfel ich immer mit einem 12er-Würfel und zwar zweimal. Einmal für diese Woche habe ich jetzt noch und dann für die letzte Woche im Februar und im März zieht dann eine neue Challenge ein. Genau, ein 12er-Würfel habe ich hier, diesen hier. Der ist so marmoriert in Gold. Kannst du mal fokussieren hier, Kamera? Irgendwie nicht so, ne? Naja. Gut, damit setze ich mich ein andermal auseinander. Ich habe den ja zweimal. Wow, wusste ich gar nicht. Cool. Genau, und wir würfeln einfach mal drauf los. Ich habe direkt eine 12 gewürfelt. Der Jackpot. Aber gut, das trage ich hier mal einmal ein. Und dann würfeln wir gleich nochmal. Für diese Woche eine 8. Das passt mir sehr gut, denn ich habe gerade kein Kleingeld, beziehungsweise doch habe ich wohl. Ja, schaut mal, hier, 50 Cent. Wahnsinn, oder? Kann man toll Sparspiele mitspielen. Zum Glück haben wir 12 und 8. Es kommt also ein 20er hier dazu. Okay, hier ist auch Kleingeld drin, also ich könnte vielleicht auch ein bisschen wechseln. Aber, genau. So gefällt mir das. Genau, tracken tue ich hier nicht, denn wenn ich wissen wollte, wie viel Geld drin ist, könnte ich die Zahlen zusammenzählen. Ja, ich brauche tracken eigentlich. Eigentlich brauche ich es nicht. Genau, und am Ende sehe ich ja, wie viel drin ist. So, Drachenflug. Jetzt kommen wir schon zur Thematik. Jetzt eben beim Würfeln kann ich ja nicht beeinflussen, was da rein. Also kann ich schon, ich kann einen kleineren Würfel nehmen, aber ihr wisst, was ich meine. Nicht so gut beeinflussen. Wie viel da reinkommt. Ich habe mir für diese Woche vorgenommen, in alle anderen Sparziele nicht allzu viel Geld reinzupacken, sondern habe ein bisschen was in Urlaub gesteckt. Ihr fragt euch jetzt so, hä, das ist doch der erste Binder. Ja, ich habe den zweiten schon gespielt, schon bevor ich beschlossen habe, mit YouTube anzufangen, also bevor ich das in die Tat umsetzen konnte. Genau, und da habe ich halt ein bisschen was in Urlaub gesteckt, damit das Sparziel einfach ja, vorwärts kommt. Und jetzt habe ich für die anderen Kategorien eigentlich nicht mehr allzu viel Geld. Aber 1 Euro wäre hier als nächstes an der Reihe. Ist mir, glaube ich, doch ein bisschen zu wenig. Aber hier ist ein Rubbelfeld. Man weiß ja nie, was da drunter ist. Und jetzt habe ich überlegt, ich nehme auf jeden Fall den 1 Euro. Ich rubbel mal auf und gucke mal, was da drunter ist. Und wenn mir das zu viel ist, spare ich das jetzt nächste Woche. Das ist ein bisschen Schummeln, aber das mache ich jetzt so. Ist mein Geld, meine Entscheidung, mein Budget.
Nein, ich denke, ihr kennt das alle, das Problem. Es ist eine 9. Das heißt, gemeinsam mit dem 1 Euro würden da 10 Euro reinkommen. Es ist halt immer noch die Frage, ne? Ob das zu viel ist oder nicht. Ich glaube, ich stecke das einfach mal rein und hoffe, dass es kein Fehler ist. Ich habe übrigens auch hier jetzt zum Rubbeln so einen Staubsauger. Das ist der gleiche tatsächlich, wie Susan hat. Genau, ich habe ihr den nachgekauft, weil ich den sehr toll fand. Und mit den ganzen Rubbelkrümeln ist das einfach, praktisch, dass der jetzt alles wegsaugt. Achtung! Sehr süß, oder? Ich liebe ihn. In echt ist der übrigens viel leiser, als wie der immer in Videos rüberkommt. Naja, so, hier muss ich noch mal eben ausmalen. Ich hatte ein Orange hier für diese für diese Blume. Ja, wer kennt es nicht? Wolke meine ich natürlich. Zack, und dann hake ich das mal auch so ab, damit ich weiß, das habe ich schon bespart. So, und dann kommen da 10 Euro dazu. Mich wundert das eigentlich ein bisschen. Hier sollen 55 Euro zusammenkommen. Aber hier in den Wolken stehen einfach nur so kleine Beträge. 3 Euro, 1 Euro. Da müssen echt auch ein bisschen höhere Zahlen drunter sein. Naja, mal gucken. So, als nächstes kommen wir zu Poison Apple. Das ist auch ein Spiel von der lieben Susan vom gemeinsamen Sparen. War der Drachenflug übrigens auch. Habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Und da brauchen wir diese Spezialwürfel. Hier ist der grüne. Ach, hier. Habe ich gerade nicht gesehen, den roten. Genau, diese Plus- und Minuswürfel. Wenn wir auf einem roten Apfel stehen, so wie jetzt, gehen wir vorwärts mit dem Pluswürfel und auf dem grünen Apfel gehen wir rückwärts mit dem Minuswürfel. Genau, wir stehen auf rot. Deswegen würfle ich jetzt hier mit und dann gehen wir hier so entlang. Mal gucken. Zwei. Ja. Eins, zwei. Da komme ich auf den grünen Apfel mit 4 Euro. Genau, irgendwie treibe ich mich die ganze Zeit hier in dieser Ecke rum, weil es halt vorwärts und rückwärts geht. Genau, ja. Ich war schon sehr oft auf diesen 4 Euro. Wir würfeln nochmal, denn das Spiel ist noch relativ neu hier bei mir im Binder. Ich möchte da schon ein bisschen genießen. So, Achtung, jetzt geht's rückwärts. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Juhu, das Haus der Zwerge. Da war ich noch nicht. Wie gesagt, ich war nur hier in dieser Ecke. genau, da gucken wir mal in der Klappkarte. Nein, hier hinten steht auch etwas geschrieben. Das lesen wir mal durch. Hier. Schneewittchen erreicht das Haus der Zwerge. Schau auf der Klappkarte, was dich hier erwartet. Hast du schon alles? Dann würfel und sperre die Augenzahl. Nein, wir haben noch nicht alles. Ich bin das erste Mal dort. So, na. Jetzt bin ich abgerutscht hier. So. Dann schauen wir mal hier auf der Klappkarte. Genau, hier ist das Haus der Zwerge. Schneewittchen rettet sich in das Haus der Zwerge. Sie hat Hunger und Durst. Als die Zwerge nach Hause kommen, fragen sie sich, wer von ihrem Tellerchen gegessen und aus ihrem Becherchen getrunken hat. Kaufe für Schneewittchen alles neu. Genau, da können wir jetzt einmal abstreichen. Wir hatten ja jetzt schon eine 4. Da würde sich 6, sind wir bei 10? Oder ich nehme erstmal was Kleines und würfel nochmal. Wir nehmen mal die Gabel für 2 Euro. Dann bin ich insgesamt bei 6. Ich rechne übrigens bisher immer im Kopf, wenn man für sich selber spielt, geht das eigentlich auch ganz gut. Wenn ich jetzt hier zwischendurch erzähle, weiß ich noch nicht, ob das nicht ein Fehler ist. Aber ich versuche es mir mal zu merken. Also wir sind bei 6 Euro und würfeln noch einmal. Vielleicht brauchen wir die Klappkarte ja gleich auch noch. Ich hätte die gar nicht wegpacken brauchen. Ich würde jetzt mal nochmal mit dem grünen würfeln. Hier auf den Ereignisfeldern kann man es sich halt aussuchen. Aber damit ich einfach nicht schon wieder in diese Ecke komme, würfle ich jetzt rückwärts und gehe zurück. Obviously. Genau. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da kommen wir nochmal auf 4 Euro. Dann sind wir insgesamt bei 10. Und dabei belassen wir es jetzt. Genau, hier bei den Spielen tracke ich durchaus, weil, ja, einfach weil. So. Ich kann das gar nicht erklären. So, also plus 10. Genau, könnt ihr irgendwas sehen? Vielleicht. Bin ich bei 44 Euro. So, ein Zehner kommt dazu. So, und jetzt hoffe ich,
dass das hier reinpasst. Hier sind nämlich auch die Lose drin, weil eigentlich habe ich die hier in dieser Schatzkiste alle drin, die Lose, die ich so brauche. Aber hier sind ja eigentlich, hier sind halt Nieten dabei und deswegen dürfen die ja nicht dann durcheinander kommen mit den anderen. Deswegen ist die Tasche ein bisschen eng. Naja, gut. So, Kategorie Bücher. So, jetzt wird's spannend. Also, ich war nämlich letzte Woche krankgeschrieben tatsächlich. Ich hatte eine Erkältung und war zu Hause dann die Woche und genau, konnte die Zeit zum Lesen nutzen, Gott sei Dank. Und einiges zu Ende lesen. So, jetzt überlege ich mal gerade hier mit diesen Stiften, wenn ich sie aufbekomme. Ich habe die neu, deswegen... Hilfe! Ah, jetzt. So. Male ich das mal aus. Ich möchte ein hellblau, ich möchte ein pink und ein gelb. Und dann nehme ich gelb einfach zweimal. So. Und zwar konnte ich so gut wie beenden. Wir machen das jetzt mit, weil das mache ich jetzt gleich. Fake, das habe ich als Hörbuch gehört. Und zwar höre ich immer im Auto Hörbuch. Und auf dem Weg nach Hause jetzt, als ich das letzte Mal Auto gefahren bin, ich bin schon beim Epilog. Ich zähle das jetzt mit. Das ist jetzt schon beendet. Ich höre das gleich zu Ende. Genau, Fake ist von Arno Strobel. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne, wenn ich euch die Bücher auch immer zeigen soll, die ich so gelesen habe, wen das interessiert. Dann kann ich das sehr gerne machen. So, dann habe ich beendet die Chroniken von Andoria. Ich weiß gar nicht, ob ihr das lesen könnt. Das ist super klein. Genau, die Chroniken von Andoria habe ich schon mal gelesen gehabt. Das ist so ein Fantasy, eine Fantasy-Geschichte von einer recht jungen, neuen Autorin, die auch YouTube macht. Daher kenne ich sie. Hat mir auch gut gefallen. Achso, vielleicht sollte ich erklären, wie ich spare, ne? Genau, habe ich auch beendet. So, wir machen erstmal weiter. Außerdem habe ich beendet Matching Night 2. Das ist von Stefanie Hasse, auch eine so eine Jugendgeschichte. Ja, war ganz in Ordnung. Ja, genau. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Und jetzt möchte ich nicht nochmal gelb nehmen, weil, machen wir erstmal nochmal blau. Jetzt habe ich vergessen, wie der Satz angefangen hat. Naja, das Buch hat mir auf jeden Fall ganz in Ordnung gefallen. Gut. Dann habe ich außerdem so gut wie beendet. Ich glaube, ich habe noch 5 Seiten, aber ich musste gestern, als ich gelesen habe, musste ich dann irgendwann los zum Training. Deswegen die letzten 5 Seiten werde ich auch gleich lesen. Und zwar von Nebelschimmer. Steht hier oben, ist von Anja Omar. Ist eine New Adult Liebesgeschichte. Hat mir gut gefallen. In dem Buch wird auch ein bisschen das Thema Rassismus beleuchtet, weil es eben, weil die Hauptcharakterin eben dunkelhäutig ist und genau, dadurch hatte das Ganze auch nochmal so ein bisschen ernsteres Thema. Und ganz oben steht Stalking Jack the Ripper, ist ein Thriller, der 1888 spielt, zu Zeiten Jack the Rippers. Überraschung, Überraschung. Genau, hat mir richtig gut gefallen. Ich war erst gar nicht sicher, ob das was für mich ist, weil so historisch ist es nicht immer meins. Aber hat mich wirklich vom Hocker gehauen. So, und ich mache das so. Oh, jetzt ist hier dieses Ding abgefallen. Okay. Okay. Mist. okay. Genau, was wollte ich sagen? Stalking Jack the Ripper. Habe ich da zu Ende geredet? Ich weiß es nicht, es tut mir leid. Hat mir gut gefallen, hat mich vom Hocker gehauen. So, ich wollte erklären, wie ich spare. Und zwar ist hier eigentlich vorgesehen, dass man pro Stern, den man vergibt, Geld spart oder pro Herz, das man vergibt. Also hier sind immer hinter den Büchern 4 Sterne und ein Herz. Kann man hier unten festlegen. Ich mache das allerdings so, dass ich jetzt pro Buch gucke, ist es ein Einzelband oder der erste Band einer Reihe? Dann spare ich 1 Euro. Ist es ein zweiter Band einer Reihe? Spare ich 2 Euro. Ist es ein dritter Band einer Reihe? Spare ich, korrekt, 3 Euro. Und wenn ich die Reihe beendet habe, spare ich nochmal zusätzlich 2 Euro. Das bedeutet, wir hatten Fake, das ist ein Einzelband, da kommen 1 Euro rein. Ich halte das mal ein bisschen näher. Wir haben die Chroniken von Andoria, das ist der erste Band einer Reihe, spare ich 1 Euro, sind wir bei 2.
So, Dumbridge Academy hatte ich schon. Matching Night 2 ist der zweite Band einer Reihe und der Abschluss. Das bedeutet 2 plus 2, 4 Euro kommen dazu, sind wir bei 6. Nebelschimmer war der zweite Band der Reihe, kommen nochmal 2 Euro dazu, sind wir bei 8. Und Stalking Jack the Ripper ist der erste Band einer Reihe, kommt nochmal 1 Euro dazu und es kommen 9 Euro in den Topf. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich, weil ich war ja jetzt doch sehr durcheinander hier. Achso, der Tracker ist natürlich voll, da kommt gleich ein neuer rein, den tue ich zur Seite. Genau, ich nehme 1 Euro raus, tue 10 Euro rein und dann tracke ich das hier auch. Und dann sieht das hier im Topf nämlich schon ganz anders aus. So, Kugelschreiber. Plus 9 sind wir bei 12 Euro insgesamt. Das kommt hier wieder rein. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht gegen das Stativ haue. Aber doch, ist genug Platz. Und dann habe ich hier, hier habe ich übrigens so eine Kiste. Hier habe ich, also hier ist so eine Schubladenkiste. Und hier unten ist noch eine große Schublade. Hier habe ich immer meine Challenges und mein Zubehör. Genau, und hier habe ich so einen Hefter. Ja, so eine Tüte, also es ist so eine A5-Tüte. Hier steht Technik drauf, weil ich, also ich wollte halt diese kleinen Taschen mit Technik haben. Und ich habe es aber falsch bestellt. Aber ich wollte die auch nicht irgendwie wegtun. Jetzt sammle ich da hier meine Challenges drin. Und zwar müsste hier jetzt noch ein Tracker von dieser Lese-Challenge dabei sein. Aber ich finde sie gerade nicht. In dieser Tüte habe ich übrigens alles so, was ich somit als nächstes spielen möchte. Deswegen muss es da. Ich hab's. Da. Also die Challenges, die ich so als nächstes mit reinnehmen möchte, wenn ich andere beendet habe. Genau, so. Das tun wir mal dahin. Ein neuer Tracker. Der letzte leider. Also Tina, bis dahin bitte nachproduzieren. Danke. Aber hier habe ich ja jetzt erstmal noch Platz. Genau. Achso, jetzt habe ich die Bücher bei dem anderen Tracker gar nicht bewertet, aber ich glaube, das ist mir gerade egal. So. Highland Love Story von Andrea von Spaß am Sparen spielen wir jetzt. Ich nehme mir mal diesen grauen Würfel. Hier würfel ich immer einmal, weil die Beträge doch sehr hoch sind für den Büchertopf. Aber ich fand es vom Spiel her einfach so passend dafür. Von den Beträgen her ist es leider nicht so passend für den Büchertopf. Aber gut, wir gucken mal. Drei Felder vor, 1, 2, 3. Da sind wir auf, wie heißt er? Wie heißt er denn hier in diesem Spiel? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall brauche ich hier die Dings, das Schlachtfeld, genau. Steht hier sein Name drauf? Nein. Oder wir machen Heimschaffen. Und da, ihr seht hier, ich habe schon eine Schlacht geschlagen hier. Und bei Heimschaffen habe ich nämlich noch gar nichts. Deswegen machen wir die Challenge. Genau, bei ihm hier, wie auch immer er nochmal heißt, macht man eben das Schlachtfeld oder ein Heimschaffen. Und wenn wir hier vorne auf sie kommen, Rowan, ich habe Rowan im Kopf, kann man sich auch aussuchen, entweder Heimschaffen, also es ist halt für die beiden zusammen, oder hier, diese Karte, da muss man Lose ziehen. Und ja, hier sind noch andere Challenges dabei, da bin ich aber noch nicht. Da setze ich mich damit auseinander, wenn ich da angekommen bin. So, hier dürfen wir einmal rubbeln. Und ich würde sagen, wir rubbeln einfach mal hier. Oh, da habe ich eine Blume. Mal gucken, was das bedeutet, weil hier unten ist sie gerade nicht dabei. Aber hier wird erstmal kurz gesaugt. So. Kieran und Rona. Mit Rowan war ich nah dran, oder? Kieran und Rona, genau, benötigen einige Dinge, um ihr trautes Heim für ihre gemeinsame Zukunft fertigzustellen. Hilf ihm bei der Materialbeschaffung. Rubbel ein Feld frei, Sprachprobe von 5 Euro, kreuze ab. Findest du etwas, was du nicht benötigst, spare 2 Euro. Ja, eine Blume brauchen wir nicht, deswegen sparen wir 2 Euro. Und das ist auch ganz passend hier für den Büchertopf. Da bin ich gerade ganz froh, dass nur so ein kleiner Betrag bei rumgekommen ist. So, hier brauche ich einen Folienstift. Hole ich auch hier aus meiner Materialkiste. Plus 2. Was ist denn mit mir? Oh, da war ich jetzt schon einen Schritt weiter. Aber gut, plus 2 sind natürlich 20 Euro insgesamt. Aber
Oh Mann, so. Dann würde ich sagen, nehme ich das Geld mal raus und packe dann 20er rein. Dann habe ich ein bisschen was zum Wechseln. 1,20er. Hallo, hallo, da. Da ist 1,20er. So, kommt da rein. Das Budget-Sheet kommt nach hinten. Dann kann ich immer von hinten auch sehen, wie viel drin ist, wenn ich denn gerade tracke. So. Zur Kategorie Shopping. Da haben wir als erstes diesen Pinguin. Und ich habe ja eben gesagt, ich möchte eigentlich relativ wenig in diese Challenges stecken diese Woche und halt mehr in den Urlaub. Aber nichtsdestotrotz kommen hier jetzt gleich 10 Euro rein, denn ich möchte die Challenge dann nächste Mal mit beenden. Und jetzt muss ich mal eben schauen. Ja, okay, ich brauchte nämlich Kleingeld. Und hatte hier getauscht und habe außer der Reihe irgendwann mal diesen 1 Euro ausgemalt, weil da 4 Euro drin waren, die ich halt brauchte. Aber das Geld, aber, also ich habe das passend gewechselt, es stimmt alles. Hier kommen jetzt die 10 Euro rein. Oder ich würde sagen, ich male die 9 und die 1 aus. Einfach damit es nach mehr aussieht. Also, ja. Da hat man irgendwie mehr geschafft, wisst ihr, was ich meine? So, 10 Euro kommen hier dazu. Zack, hier track ich ja nicht. Hier hoffe ich einfach, dass ich am Ende alles richtig gemacht habe und 60 Euro für den Shopping-Spartopf zusammen habe. Genau, so, Kamin-Chaos. Da habe ich es am Anfang so gemacht, dass ich hier unten gestartet bin und dann immer nur ausgemalt und gespart habe, wenn ich quasi eine Stufe nach oben gehen konnte. Also hier jetzt zum Beispiel, ich bräuchte unbedingt eine 3, dann kann ich die 3 ausmalen oder eben diese 3. Und wenn ich dann aber eine 4 würfel, dann darf ich das nicht ausmalen. So. Aber jetzt, wo nur noch diese beiden Reihen da sind, habe ich gedacht, macht das gar keinen Sinn mehr, dann komme ich ja gar nicht mehr voran. Das heißt, wir würfeln jetzt einfach und malen das aus, was ich erwürfle. Und genau, weil ja, das macht ja keinen Sinn mehr. Aber am Anfang war das ganz lustig. So, dann schauen wir mal. Eine 5. Ich habe noch eine 5. Male ich hier aus. Und ja, einmal noch. 10 Euro können hier ruhig rein. Noch eine 5. Habe ich nicht mehr. Dann male ich eine 2 und eine 3 aus. Die hier drunter direkt. Und dann kommen hier 10 Euro rein. Auch bei dieser Challenge hoffe ich, dass ich die dann, ja, entweder nächste Woche, ja, mal gucken, oder danach die Woche beenden kann. Genau, die Folie ist hier schon kaputt, ich brauche neue. Ja, dafür braucht man aber Geld. Entweder im Shopping-Spartopf oder im Luxus-Spartopf. So, hier bei dem Piratenspiel von Kaffee und Quatsch bin ich gerade auf dem Totenkopffeld. Das heißt, ich durfte eine der Klappkarten aufmachen und ich habe mich für Mildenhall entschieden. Und wer jetzt nicht gespoilert werden möchte, sollte jetzt ausschalten, denn ich öffne die jetzt. Genau, und zwar finde ich die einfach mega cool gemacht, die Mildenhall. Wenn man es aufklappt, hat man hier erstmal so einen Piraten namens Lytton Black, also Lytton, Lytton Black, und so ein bisschen was zu seiner Geschichte. Und hier haben wir einen Text stehen: Schwarze Segel im Mondschein wehen, Piratenleben, Abenteuer begehen, Schätze suchen auf sturmgepeitschter Fahrt, die Freiheit ruft auf Piratenart. Finde ich richtig cool. So, und hier haben wir einmal die Möglichkeit zu rubbeln. Hier sind wahrscheinlich dann die Schädel versteckt, die man finden soll. Wir haben die Möglichkeit, einen loszuziehen. Das machen wir sofort. Und die Möglichkeit zu würfeln. Und zwar ist es so gedacht, dass man würfelt. Und ich hatte hier schon mal, zum Beispiel schon eine zweimal erwürfelt gehabt. Und je nachdem, wo man das einträgt, spart man halt den Betrag entweder einmal, zweimal oder dreimal. Und ich hatte mich halt dazu entschieden, die 2 Euro dreimal zu sparen und habe 6 Euro reingepackt. Genau, finde ich eine coole Idee. Habe ich so noch nicht gesehen. Und genau, wir ziehen jetzt aber ein Los. Und zwar kommt das mit so coolen schwarzen Losen hier, die ich erst einmal suchen musste. Ich glaube, die sind auch selbst gemacht. Ich hole mal eins raus, dann kann ich euch die, glaube ich, ein bisschen besser zeigen. Genau, so. Also es sind so Kapseln. Genau, die kann man jetzt hier so aufmachen.
glaube ich. Ja, so und oh, richtig cool. Mit seinem goldenen Ring. Und dann schauen wir mal, was darunter versteckt ist. 6 Euro. So, die rolle ich wieder ein und bewahre die auf. Aber das ist ja so cool, so selbstgemachte Lose. Ich glaube, ich hatte noch gar keine. Immer nur gekaufte Lose. Aber das ist ja mega. Okay, packe ich gleich zusammen. Halten wir uns jetzt nicht dran auf. Die Frage ist, wo die zweite Hälfte der Kapsel ist. Da. Hab sie entdeckt. So, die Lose kommen wieder weg hier. Und dann sparen wir hier einmal 6 Euro. So, oh, habt ihr jetzt gar nicht gesehen. Ich habe hier die 6 eingetragen. Und ich würde sagen, wir würfeln noch einmal, denn ich möchte hier auch schon ein bisschen irgendwie vorankommen. Wir haben ja noch zwei weitere Klappkarten vor uns und dann noch die Klappkarte mit diesem Piratenschatz. Wer das Spiel kennt, weiß, wovon ich spreche. Also wir haben ja noch ein bisschen zu tun, deswegen würde ich sagen, würfle ich auf jeden Fall einmal. Eine 4. So, wir haben jetzt schon 6 Euro. Einmal 4 wären natürlich wieder genau 10. Zweimal 4, dann wären wir bei 8, also bei 14, warte mal, also bei 12 Euro. Ich dachte auf 14. 8 plus 6 sind 13. Ja. Was? 8 plus 6 sind 14. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist spät. Oh mein Gott. Ich fasse es nicht. Ich hatte Mathe LK, aber pst, 14 Euro. So. Und ich rechne das jetzt auch mit Taschenrechner. Also, okay, ja, nix. Boah, habt ihr das auch manchmal? Also, 3 mal 4 sind 12. Ja. Und plus die 6 wäre bei 18. Und das ist ein bisschen viel. Ich würde sagen, wir sparen die 4 zweimal und tun hier 12 Euro rein. Oh mein Gott, das ist ja peinlich hier. 10, 12 Euro, beziehungsweise, ja, es sind gerade genau 40 drin, sehe ich hier. Also kein Kleingeld zum Wechseln. Folienstift schreibe ich einmal auf. Plus 12. Das kriege ich aber hin. 40 plus 12 sind 52. Ich kann rechnen. Normalerweise. Ich weiß gerade nicht, was mit meinem Gehirn da los war. So, das kommt hier rein. Und das auch. Genau. Und dann sind wir mit diesen beiden da durch. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne, sollte ich irgendeinen Fehler gemacht haben oder solltet ihr noch mal eine Frage haben zu einem Spiel oder zu mir oder keine Ahnung, habt irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Ich bin da sehr offen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, damit unterstützt ihr mich, glaube ich, wahnsinnig und auch mit den Kommentaren. Ich drehe das Video jetzt gerade hier direkt im Anschluss von meinem ersten Video, deswegen ich weiß noch gar nicht, ja, wie das so bei euch angekommen ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und genau, im nächsten Video am Montag sehen wir uns dann mit dem lilanen Bein da. Und genau, ich würde sagen, das war's mit diesem Video und macht's gut. Tschüss!